Ein Hallo von mir, herzlich willkommen, mein Name ist Charles und ich begrüße dich zurück zu einem Video in der Division 2. Ich habe mir jetzt doch die Mühe gemacht und zwar und habe das Spiel angeschmissen. Ich wollte nämlich wissen, was passiert. Also, was hat sich jetzt getan? Und wir schauen uns auch die neue Maske an, was sie kann und wie sie bekommt. Als allererstes natürlich, was hat sich jetzt getan hier? Naja, sie wiederholen jetzt einfach alle Events. Also, das Event ist ja gestrichen worden für dieses Monat. Wir haben jetzt mal die SHD-Gefährdung, danach die Goldene Kugel, danach Global Event wiederbelebt und dann Hollywood. Ja, also sie wiederholen die vier Stück. Dauert halt jetzt mal einen Monat. Ja, also das ist jetzt einmal so lang, keine Ahnung. Ja, bis es rum ist und vielleicht verlängern sie es ja wieder. I don't know. Also das ist jetzt der Stand hier drinnen. Was man noch machen kann, ist die Fahndung. Die ist immer noch aktiv. Ja, ich kann also hier die letzte Fehlerfahndung komplett spielen. Das ist da, okay, also wer es braucht, kann er immer noch spielen. Und sonst hat sich nichts getan. Also wir haben eigentlich diese wöchentlichen Projekte und so weiter. Also ist nichts neu irgendwie dazugekommen oder so. Einfach die Events verlängert und fertig. Ja, also, I don't know. Stand auch nicht in den Patch Notes. Ja, also in dem TU14 Patch Notes stand das nicht drinnen, dass sie das verlängern, sondern das ist nun mal so. Hier steht, glaube ich, auch nicht mehr drinnen. Doch 8 Wochen, 6 Tage sind es jetzt. Also theoretisch würde das jetzt einmal sein. Das sind 4,5 Wochen oder 4 Wochen. Und dann wird sie sich nochmal ausgehen. Dann wäre eine Woche Pause. Also das wären dann 2 Monate und eine Woche Pause theoretisch. Ja, also das sieht jetzt so aus. Die Season läuft immer noch und die Dinge sind verlängert worden. Ja, also das ist der Ist-Stand jetzt im Moment, wenn ihr was spielen möchtet, wenn ihr zocken wollt. Was es neu gibt, und zwar hier ist eine Maske dazu gekommen und die droppt der Loot Goblin. Ich selber habe ihn gefarmt und zwar, ich mache das immer so, es gibt zwei Möglichkeiten. Ich port mich Lincoln, schau aber dort ist, wenn Gegner dort sind, gleich wieder weg, weil so wie ich gesehen habe, wenn irgendwo Gegner sind, dann funktioniert es nicht. Und dann, und zwar Jefferson Trade Center. Und hier ist die Chance sehr hoch, dass er kommt. Also Jefferson Trade und Lincoln, die zwei wechsle ich immer hin und her und stelle mich dort einfach hin. Also wenn ich es jetzt live mache, ich port mich da hin, laufe dann ein Stück und wenn es passt, dann kommt er aus irgendeinem Kanaldeckel oder so, kommt er dann raus. Funktioniert aber eigentlich am besten, wenn niemand rumsteht, um ehrlich zu sein. Also wenn hier schon irgendwo Gegner sind, dann droppt er eigentlich, dann taucht er eigentlich nicht auf. Ich laufe dann immer hier rüber, ich schaue aber hier, wo rauskommt. Hier kommt er nicht raus. Und wenn, dann kommt er hier bei dem Deckel hier. Oh, also hier kommt er dann raus, aus dem hier. Ja, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt in dem Spielstand, also jetzt schon gespawnt habe. Denn dann muss man eigentlich auslocken und nochmal einlocken. Dann spawnt er hier. Hab aber das Ding jetzt dreimal geholt. Ja, also es funktioniert hier und wie gesagt, Jefferson war zweimal und einmal habe ich ihn hier bei Lincoln Memorial eben gespawnt. Ja, da lauft er einfach ein Stückchen rein und raus und dann passt es. Ja, ich stelle mich jetzt nochmal hier hin ein bisschen, ich hoffe mal, dass mich jetzt keiner erwischt. Müsste passen. Die Maske selber ist ein bisschen, glaube ich, ironisch gemeint. Sie heißt Chill Out, ja, also entspannt euch. Ja, ich weiß nicht, ob das Absicht ist oder nicht. Finde ich ein bisschen provokant sogar. Ja, und jetzt genau, wo alles verschoben wird, eine Maske zu geben, die Chill Out heißt. Ja, also wir sollen, ja, ein bisschen chillen. Finde ich halt ein bisschen komisch. Das Ding ist zwar eine Gilagat, hat aber nichts von Gilagat. Ja, da ist kein Bonus drauf von Gilagat. Das Ding hat das einzige zwei Modplätze drauf, droppt hier auch mit Schaden durch Crit, Fertigkeiten, Schaden, Rüstung könnt ihr eh umrollen, optimieren wie ihr wollt. Ja, also wenn ihr sagt, ich brauche eine komplett nur mit Crit irgendwie, dann farmt so lange, bis ihr hier das habt, was ihr wollt. Also im oberen, das könnt ihr umrollen und unten schmeißt die Mods rein und könnt ihr eigentlich alles komplett hochziehen, wie ihr wollt. Ja, aber wie gesagt, das Ding hat keinerlei Bonus drauf für eine Gilagat. Ja, also wenn ich hier gehe auf die Gila, die hat ja Rüstung, Gesamt, Lebensenergie, Rüstungsregeneration, hat die nicht. Es heißt einfach Gilagat und ihr sollt mal ein bisschen chillen, ja, so heißt die Maske. Jo,
Somit, ich hoffe, das Video hat gefallen. Ich würde mich um Kommentare, Like, Abo freuen. Schreibt mal hinein natürlich, was sagt ihr zu den ganzen Sachen noch? Was sagt ihr, dass das alles wiederholt wird? Zur Maske und sonstigen. Ja, es ist doch ein bisschen was beim Striker-Set auch verändert worden. Habe ich mir gar nicht angesehen. Ja, also mal schauen, was nächstes Jahr kommt. Ja, somit werden wir sehen, ob es noch ein The Division 2 Video dieses Jahr gibt. Wenn nicht, wünsche ich euch schon mal frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Und wir sehen uns sonst im nächsten Jahr. Na und somit Kommentare, Like, Abo, wie immer gerne gesehen. Und somit ein Tschüss von mir. Bis zum nächsten Mal.